Endlich mal wieder ein Digifernunterricht-Video. Heute geht es um zeitgemäßes Lernen. Ich möchte euch zunächst einen Vorschlag vorstellen, den ich machen möchte, was zeitgemäßes Lernen genau bedeutet, und diesen Vorschlag dann auch noch ein bisschen überarbeiten, weshalb ich das mache. Das werde ich dann gleich auch erklären. Zeitgemäßes Lernen basiert meiner Ansicht nach auf drei Säulen. Die stelle ich jetzt vor. Die erste ist Digitalität. Und zwar gemeint als eine Realität, dass es digitale Phänomene gibt, dass Wissen nach dem Leitmedienwechsel primär digital festgehalten wird, dass man sich in der Schule, wenn man Wissensarbeit leistet, wenn man sich mit ganz verschiedenen Bereichen, die relevant sind für die Zukunft von Schülerinnen und Schülern, auch für ihre Gegenwart von Bedeutung sind, wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man nicht daran vorüber, Digitalität wahrzunehmen, sich darauf zu beziehen, einfach weil es sie gibt. Und zweitens, dass Digitalität Kultur prägt. Wir leben in einer Kultur der Digitalität. Das heißt, dass Menschen gemeinsam dieses Kulturprodukt vermittelt mit digitalen Medien erarbeiten, dass digitale Kulturprodukte aufeinander verweisen, dass auch Maschinen dabei beteiligt sind, wenn Kultur hervorgebracht wird. All das ist Teil dieser Realität, ist Teil der Gesellschaft, und darauf muss sich zeitgemäßes Lernen abstützen. Wenn man das jetzt ein bisschen verallgemeinert, dann könnte man sagen, es geht nicht nur um Digitalität oder es geht um Digitalität, weil sie Teil von gesellschaftlich bedeutsamen Belangen ist. Und dann könnte man einfach sagen, eigentlich ist zeitgemäße Bildung eine Bildung, die sich auf die Medien und die Kultur und die Gesellschaft bezieht, die es zu jeder Zeit gibt. Damit hat man jetzt diesen Begriff etwas von konkreten zeitlichen Anbindungen gelöst. Dann wäre auch eine zeitgemäße Bildung um 1900 eine, die sich auf Fotografie als Kulturtechnik bezieht und die nicht so tut, als ob es nur Gemälde gäbe, die sich damit auseinandersetzt, dass es sowas wie Radio vielleicht mal geben könnte oder dass da Forschungen stattfinden und so weiter. Also das wäre dann immer jeweils zeitunabhängig in Bezug zu den Medien, zu den gesellschaftlichen Errungenschaften und Prozessen, die für eine bestimmte Zeit prägend sind. Das war die erste Säule. Die zweite ist Kompetenzorientierung. Schülerinnen und Schüler, was ich damit meine, ist, Schülerinnen und Schüler können etwas. Und dieses Können bedeutet, sie können so handeln, dass in der Welt eine Veränderung beobachtbar wird. Also sie können ein Projekt umsetzen und auch darüber nachdenken, was zu seinem Erfolg oder Misserfolg beigetragen hat. Und das Können steht in diesem Vordergrund. Diese Kompetenzorientierung hat gewisse Konsequenzen, nämlich dass Schule konsequent als, Sie hat bestimmte Konsequenzen, nämlich dass Schule sich primär mit der Befähigung von Schülerinnen und Schülern auseinandersetzt, nicht mit der Beurteilung beispielsweise, nicht mit der Selektion, sondern sagt, wir bringen alle dahin, dass sie das können, was sie können müssen, um in der heutigen Welt kompetent zu sein, also wirksam handeln zu können. Jetzt verbunden mit einer Kultur der Digitalität heißt Kompetenz auch, dass man kritisch denken kann. Also es geht nicht darum, das als eine Art wirtschaftlichen Imperativ zu verstehen, mach nur Dinge, die mit Wertschöpfung verbunden sind, nee, sondern denke auch kritisch darüber nach. Das ist auch etwas, was man können muss, was wirksam ist, Kritik so jemandem mitteilen zu können, dass es auch funktioniert. Damit bin ich auch gleich bei der Kommunikation. Es gibt heute keine relevanten Projekte mehr, die nicht auch kommuniziert werden müssen. Kreativität ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht einfach Muster wiederholen kann, sondern dass man eigene Muster, eigene Wege finden muss, und zuletzt Zusammenarbeit mit anderen Menschen als ganz entscheidender Punkt der Kompetenzfacetten. All das zusammengedacht ist das eine ganz andere Vorstellung von Kompetenz, als in dieser kritischen Auseinandersetzung mit Kompetenzorientierung in der Schule ausgedrückt wird, wo oft gesagt wird, ja, Kompetenzen, das ist eine Verflachung, das ist eine
ein Verlust, weil Wissen nicht mehr im Vordergrund steht und so weiter. Das ist hier nicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, ganz konkrete Facetten von Können im 21. Jahrhundert in den Blick zu nehmen. Kritische Fragen zu dieser Kompetenzvorstellung sind berechtigt, und zwar immer dort, wo es um Werteerziehung, Empathie und so weiter geht, wo man sagen muss, ja, ich muss beispielsweise überlegen, was sind demokratische Werte, die wir verteidigen müssen, wo wir uns auch zur Wehr setzen müssen gegen Bewegungen und Menschen, die demokratische Grundlagen gefährden, dann habe ich es nicht unbedingt mehr mit Kompetenz zu tun, sondern ich habe es auch mit einer Überzeugung zu tun, mit Werten, für die man einstehen muss. Bei Empathie ist es ähnlich, also man kann schon einzelne Bestandteile von Empathie kann man als Kompetenz fassen, aber die grundsätzliche Fähigkeit, Menschen und anderen Lebewesen empathisch zu begegnen, das ist etwas, wo ich sagen würde, das ist emergent. Das entsteht unter guten Bedingungen, unter guten Entwicklungsperspektiven für Menschen, aber es entsteht nicht notwendigerweise im Sinne eines Kompetenzaufbaus, so wie man sagen kann, ja, genügend gut mit mathematischen Modellen umgehen, das ist eine Kompetenz, das kann man irgendwie zeigen oder anleiten, wie das geht. Das ist bei Empathie ein bisschen anders. Der zweite Punkt ist der Zusammenarbeit, dass natürlich auch dafür ganz bestimmte Kompetenzen notwendig sind, dass das auch eine Sammlung vielleicht von Kompetenzen ist, und das kann in den Hintergrund rücken, wenn man Kompetenzen als etwas Individuelles versteht. Also wenn man denkt, das ist etwas, was jede Person für sich haben muss, nee, das können sie auch zusammen haben. Also Zusammenarbeit bedeutet, dass ich vielleicht dort, wo ich Schwächen habe, jemanden einbeziehe, der oder die mir helfen kann, diese Schwächen zu überbrücken. Und da muss man ein bisschen differenzieren, weil nicht alle im gleichen Ausmaß alle Kompetenzen haben müssen, aber sie brauchen so Metakompetenzen, die zur Reflexion gehören, also erkennen können, was ich jetzt nicht so gut kann, wo ich jemanden beiziehen müsste. Kompetenzorientierung, das habe ich schon ein bisschen angedeutet, löst Unterricht von Stoff und von summativen Prüfungen, also summative Prüfungen, die einfach sagen, wir nehmen jetzt Thema X durch, das wäre wieder Stoff, und dann gibt es eine Prüfung und dann kriegst du eine Note und die sagt, wie gut kannst du Thema X. Also wir nehmen jetzt einen Monsun durch, dann gibt es eine Prüfung zum Monsun, am Schluss kriegst du Note 3 für Monsun. Das ist nicht Kompetenz. Kompetenz heißt, ich muss in Bezug auf den Monsun gewisse Dinge können. Also ich muss beispielsweise auf einer Karte zeigen können, wo Monsungebiete sind, und vielleicht auch beschreiben können, was der Monsun dort anrichtet, wenn das eine sinnvolle Kompetenz ist, wo man sagen kann, das ist etwas, was für das Handeln in der Welt von Bedeutung ist. Oder vielleicht könnte man allgemeiner sagen, Wetterphänomene verstehen, beschreiben können, einschätzen können, Fachmedien dazu hinzuziehen. Das ist etwas, was man vielleicht am Beispiel vom Monsun üben könnte. Jetzt, wenn ich merke, jemand kann das nicht, also hat nicht verstanden, was der Monsun ist, kann keine Orte benennen, wo der Monsun vorkommt, kann Wetterphänomene nicht beschreiben, dann nützt das nichts zu sagen, ja, du kannst es nicht, sondern die Frage ist, wie befähige ich jetzt die Person, es doch zu können? Und summative Prüfungen beenden einen Lernprozess. Sie sagen, jetzt ist fertig, jetzt kommt ein neues Thema. Danach kommt das Thema, Steppenlandschaft nach dem Monsun. Und dann, das funktioniert nicht in Bezug auf Kompetenzorientierung, weil ich dann sagen muss, doch, ich muss jetzt dieses Kind oder diese jugendliche Person dazu befähigen, dass sie diese Kompetenzen erwirbt. Das dritte Standbein, also wir hatten Digitalität, Kompetenzorientierung. Drittes Standbein ist Selbststeuerung, Selbstorientierung, Selbstzentrierung und Selbstverantwortung. Das sind unterschiedliche Dinge. Es bedeutet, wenn wir die Zentrierung zuerst nehmen, dass Schule und Unterricht geht von den Lernenden aus. Sie wird von Lernenden aus geplant, sie wird an die Bedürfnisse von Lernenden, an diesen Bedürfnissen ausgerichtet. Die sollen aber befähigt werden, Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Sie sollen selber eine Orientierung in ihrem Lernen erwerben. Und es ist eine Lösung auch von diesem 7G, 9G-Unterricht, bei dem so und so viele Schülerinnen und Schüler zur gleichen Zeit, im gleichen Raum, das gleiche Thema, auf die gleiche Art und Weise und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Gs.
Und wenn man sich davon löst, dann steht dieses Individuum im Zentrum, das dann auch Verantwortung übernehmen muss, das autonom ist, das selbstständig sein soll und das dann sein Lernen natürlich auch selber organisieren kann. Also zeitgemäßes Lernen bedeutet, Menschen werden befähigt, für ihr Lernen einzustehen im ganzen Setting von Gesellschaft und Kultur. Das wäre dann hier auch die Zusammenfassung. Also wenn wir von rechts ausgehen, dann stehen, wie ich gesagt habe, die Lernenden im Mittelpunkt. Sie erwerben Kompetenzen und Haltungen, die es ihnen erlauben, Kultur und Gesellschaft zu verstehen, aber auch zu verändern, daran teilzunehmen. Das ist zeitgemäße Bildung. Jetzt klingt das alles sehr überzeugend wahrscheinlich, hoffentlich, wenn ich das gut gemacht habe, wenn ich kompetent bin als Vortragender, aber da stimmt einiges noch nicht. Und zwar habe ich das mal als Tweet zur Verfügung gestellt und gefragt, wie sehen das andere, ganz im Sinne dieser 4K-Kompetenzen. Also ich denke kritisch darüber, ich bin nicht verliebt in meine eigenen Darstellungen, sondern ich denke, das könnte man jetzt auch hinterfragen. Ich kommuniziere schon, bevor ich diesen Vortrag halte oder das Video aufnehme, darüber. Und ich kann mich dann auch mit anderen zusammen damit auseinandersetzen, was ich jetzt vorgelegt und gedacht habe. Das führt dann dazu, dass zunächst einmal jemand meine Grammatik korrigiert, und als Deutschlehrer könnte mir das jetzt peinlich sein, aber nein, es ist mir nicht besonders peinlich, es ist ein Fehler, den ich immer wieder mache und den ich schleunigst mal korrigieren müsste. Also da muss ich mich jetzt dann orientieren, dass das nicht mehr passiert. Ja, ich habe hier einen Grammatikfehler gemacht, das von halten, zweite Person Plural, das lautet, was haltet ihr von folgender Festlegung? Dafür bin ich dankbar, dass das jemand korrigiert. Das ist jetzt nicht das Nebengeleis, nicht der Hauptpunkt. Der Hauptpunkt ist, dass Theo Biland und Sven Dudowiak, Entschuldigung für den Namen, ich musste da erst noch nachlesen, eingewendet haben, dass dieses Säulenmodell irgendwie in der Luft hängt. Und das hat mich sofort überzeugt. Also diese Säulen, was soll das sein? Wo ist das Dach? Wo ist der Boden? Was ist hier genau mit Säulen gemeint? Das ist ein schlechtes Bild. Das Bild habe ich sofort korrigiert, und das Bild, was jetzt da ist, ist ein Wurzelgewächs. Man kann ihm auch sagen, es ist ein Rhizom. Das passt sehr gut, weil ich sagen würde, Lernen ist so die Wurzel von dem, was dann an persönlicher Entwicklung möglich ist. Ohne dieses Lernen kann der Mensch dann als Pflanze nicht wachsen. Das ist vielleicht das poetische Bild. Ganz konkret hat dieses Wurzelgewächs aber auch als Struktur so Vorteile, dass es Verästelungen gibt und ganz verschiedene Zugänge dazu. Und jetzt habe ich mal die Dinge, die wir schon besprochen haben, hier eingetragen. Und mit weiteren Tweets würde ich jetzt ergänzen. Da wurde jetzt gesagt, bei dieser Darstellung, die ich gemacht habe, da fehlt die Zusammenarbeit als ganz wesentlicher Faktor. Und ich habe erwähnt, dass Kultur der Digitalität und auch Kompetenzorientierung und auch Selbstverantwortung, dass es schon damit zu tun hat, dass man mit anderen gemeinsam lernt, aber das müsste man eintragen. Also ich trage ein, sozial eingebettet muss dieses Lernen sein. Die Lernenden sind zwar im Zentrum, aber sie sind Teil einer Gemeinschaft. Sie sind nicht isoliert, sie sind nicht für sich alleine, sondern sie gehen ganz viele Formen von Zusammenarbeit ein. Zweitens, im Blick auf den Menschen. Da fehlt es an Mündigkeit, Partizipation, Selbstwirksamkeit. Jetzt Kompetenzorientierung, da kann man sagen, das ist Selbstwirksamkeit, das verstehe ich sehr ähnlich. Und soziale Einbettung, das ist Partizipation, aber Mündigkeit, das ist sicher wichtig, habe ich eingetragen. Nächster Punkt ist, was soll gelernt werden? Da geht es auch irgendwie um Wissensmanagement. Also es soll Wissen auf Wissen zugegriffen werden, Wissen verarbeitet werden, Wissen dargestellt werden, und das ist absolut richtig. Das ist etwas, was zu einem Aufschrei geführt hat, als diese Kompetenzorientierung Schulen erreicht hat. Ein Aufschrei, der gar nicht nötig ist, weil gar niemand gesagt hat, dass Kompetenzen sich von Wissen lösen. Das ist ein Missverständnis, aber
das explizit zu machen und auch von Wissensmanagement zu sprechen. Das finde ich sehr gut, weil Wissensmanagement passt dazu, dass Lernende die Verantwortung für ihr Wissen haben. Sie managen ihr eigenes Wissen. Und das ist wesentlich. Es geht nicht um Wissenserwerb oder Wissenswiedergabe, Wissensweitergabe, Wissensspeicherung, sondern Wissensmanagement. Das ist genau das, was gemeint ist in einer zeitgemäßen Kultur oder in einer zeitgemäßen Lernkultur. Dann fehlt hier noch, kommt als Ergänzung von Martin noch dazu, Fehlerkultur und alternative Prüfungsformate. Ja, Fehlerkultur ganz, ganz wichtig. Das hat sich ja auch gezeigt bei meinem Grammatikfehler, dass da ein Fehler sich eingeschlichen hat. Also fügen wir auch das ein. Fehlerkultur, auch ein ganz wichtiges Standbein. Also wie schaffe ich eine Lernumgebung, in der Lernende Fehler nicht als Problem betrachten, sondern als Lerngelegenheit. Und das ist etwas, was jetzt auch in der Lehrerausbildung für mich ganz wichtig ist. Also wie können Studierende mal Erfahrungen mit Unterricht machen, bei denen sie nicht alles richtig machen müssen, sondern wo sie vielleicht bewusst Dinge ausprobieren können, die dann nicht funktionieren, die dazu führen, dass sie weiter lernen. Und wie können Lernende das auch machen, ohne dass die Fehler angestrichen werden und ihre Noten beeinflussen, sondern dass sie sagen können, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist auch gar nicht schlimm, sondern das ist eine schöne Sache, weil davon kann ich was lernen. Das also als ganz wesentlicher Bestandteil. Ich denke, jede gute Lernumgebung erlaubt es, Lernenden Fehler zu machen. Und zum Schluss noch die Referenzialität, also da hat jemand gesagt, sowas, was du suchst, also Bausteine einer zeitgemäßen Lernkultur, das gibt es schon und tatsächlich, da hat Fundgrube Unterricht, heißt dieses Twitter-Konto, man sieht auch rechts dann die Rechte, das möchte ich nicht unterschlagen, dass man problemlösungsorientiertes Lernen, eigenverantwortliches Lernen, handlungsorientiertes Lernen und kooperatives Lernen, dass das die vier Bausteine sind und das passt sehr gut zu diesem Rhizom, das ich jetzt aufgestellt habe, wobei einige Facetten bei mir noch hinzukommen, andere Facetten hier stärker betont sind. Also ich bin jetzt nicht der Erste, der sich dazu Gedanken macht, sondern da gibt es im Netz ganz, ganz viele Beiträge und da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie betonen, dass ich was sehr Originelles gemacht habe, sondern ich habe das jetzt zusammengetragen, was viele andere vor mir schon gesagt und aufgeschrieben und gedacht haben. Das wäre dann also, wenn ich jetzt Handlungen noch mit reinnehme davon, wäre das das Ergebnis dieser Überlegungen, was ist zeitgemäßes Lernen. Und was mir besonders gefällt, das ist auch etwas, was ich diskutiert habe auf Twitter, ist, diese Darstellung ist jetzt plötzlich zeitunabhängig. Ja, wir leben in einer Kultur der Digitalität, aber in jeder Phase der Schule und des Unterrichts musste sich Lernen auf die aktuell vorherrschende und bedeutsame Kultur beziehen, auf gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch die alle anderen Punkten, das würde ich sagen, gute Unterricht und gute Schulen haben zu jeder Zeit diese Punkte erfüllt. Es gab nicht eine Zeit, wo Schule gut war, wenn sie keine Fehlerkultur hatte, sondern das könnte man jetzt auch vor 2.000, 3.000 Jahren sich anschauen. Gute Schulen ermöglichen Lernenden, dass sie Fehler machen können. Sie ermöglichen ihnen, eine Form von Wissensmanagement zu haben und so weiter. Ich würde das jetzt so als eine kleine Theorie in den Raum stellen, dass das recht zeitunabhängig ist, als Einsicht, wie eine zeitgemäße Lernkultur aussehen sollte. Und wie kommen wir dazu? Das ist eine Abschlussüberlegung. Und zwar diese Idee des Rhizoms, die habe ich nicht erfunden, sondern ich habe im Philosophiestudium mit Deleuze und Guattari einige Begegnungen gehabt mit diesen Schriften und die sind Denker, die sich ganz stark mit dem Rhizom auseinandergesetzt haben. Und sie sagen, man könne irgendwo einsteigen. Ich zeige dann das Zitat gleich noch. Und das würde ich auch sagen, wenn ihr an Schulen seid und Unterricht macht und denkt, ich möchte Schritte machen Richtung zeitgemäße Lernkultur, dann solltet ihr das dort machen, wo ihr Handlungsmöglichkeiten seht. Wenn ihr sagt, in meinem Unterricht könnte ich eine Fehlerkultur einführen, dann wäre das super. Oder wenn ihr sagt, ich könnte mich stärker auf die Kultur der Digitalität beziehen, da gibt es Spielraum, sehr gut. Wenn ihr sagt, Zusammenarbeit zwischen Lernenden, das könnte ich stärker einfordern, da könnte ich mir Möglichkeiten bereitstellen. Perfekt. Und alles andere, was ihr nicht machen könnt, das ist ein Gang, den ihr dann später erreichen werdet. Das ist alles miteinander verbunden in diesem Wurzelgewächs.
Und vielleicht kommt ihr dann zu einem eher stärkeren Strang, zu einer stärkeren Wurzel, wo ihr dann mehr machen könnt. Aber einfach mal irgendwo beginnen und nicht denken, ich muss alles machen. Das ist auch eine Vollständigkeitsfalle. Wir müssen nicht alle Elemente von zeitgemäßem Lernen gleichzeitig angehen, sondern die sind so miteinander verbunden, dass wenn wir die eine Seite stärken, die anderen automatisch auch daraus erwachsen. Zum Schluss noch das Zitat von Deleuze und Guattari, was sie dann sagen: Das Prinzip der vielen Eingänge verwirrt allenfalls jene, die ein Werk zu deuten versuchen, das in Wahrheit nur experimentell erprobt sein will. Damit beziehen sie sich auf Literatur, besonders auf die Literatur von Kafka. Und wenn wir uns jetzt über Bildung unterhalten, dann geht es darum, dass diese vielen Eingänge nur Leute verwirren, die bestimmte fixe Vorstellungen von Bildungen haben und an denen festhalten wollen, die bewerten wollen. Was wir aber brauchen, ist eine experimentelle Erprobung von Bildungssettings. Wir müssen ausprobieren, wir müssen Erfahrungen sammeln, wir müssen auch in der Entwicklung von Unterricht und Schulen eine Fehlerkultur einführen, die dazu führt, dass wir auch diese Schulentwicklung und diese Unterrichtsentwicklung zeitgemäß denken. Ich danke sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.